Es war das Duell der Giganten in Counter-Strike 1.6. Neo gegen Forrest. Those were the names. That was the Messi and Ronaldos of the CS 1.6 times. Einer der unglaublichsten Spieler überhaupt. Sein Movement und sein Aiming ist einmaliger. Sein Movement ist, glaube ich, das Beste aller Zeiten. Ja, war immer geil zu sehen. War so ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich könnte gar nicht sagen, wer besser ist. Man sagt ja auch eigentlich der beste Spieler in Counter-Strike. It was always these two players. They were almost always competing for the MVP, for the Player of the Year. All die Jahre einer der Spieler, die immer konstant waren. Vom Siegeswillen. Krasser als ich. He was like the hardest opponent you can imagine. Bei dem war eine Runde nie verloren, sagen wir es mal so. Egal wie viele noch vom Gegnerteam standen, er konnte alles holen, er hat die Möglichkeiten gehabt. Super Typ. Neo gegen Forrest. Es war ein Duell auf Augenhöhe. Mit zwei unglaublich talentierten Spielern. Beide waren über Jahre erfolgreich und lieferten sich immer einen wahnsinnig spannenden Kampf um den Nummer 1 Titel in Counter-Strike 1.6. Fangen wir mal mit Neo an. Neo betrat die große Counter-Strike-Bühne im Jahr 2004, und zwar mit Team Pentagram. Der polnische Clan war ein ambitioniertes Projekt, mit den stärksten Spielern aus Polen. Und Neo passte da hervorragend dazu, denn er kommt aus einer Counter-Strike-spielenden Familie. All his family was playing CS. Dad, Mom, Sister, like everyone was sitting since he was probably 10 years old or something like that. And everyone was playing CS because the whole family loved that game, so he had a lot of support from the family as well. Neo war ein Allround-Talent. Egal welche Waffe er hatte, immer war er extrem gefährlich. Einer der unglaublichsten Spieler überhaupt. Ich habe Szenen im Kopf, wo sein Team komplett nicht mitgespielt hat und sie haben trotzdem gewonnen, weil er einfach nur den Willen hatte zu gewinnen, egal wie. You gave him a USP. World class, you give him an AK, world class, you give him an M4, world class, silencer or not, right? Sein Movement und sein Aiming ist einmaliger. Sein Movement ist, glaube ich, das Beste aller Zeiten. Wie der sich durch die Map bewegt hat, war wirklich wie Neo the One in der Matrix. Also der hat die Sachen verändert. Neo was more like just the workhorse. He was just the guy where, yeah, like, he certainly had good skills. You go watch a Frag movie, it's really good, but it's not the craziest kills ever. It's just one of those guys, I think a little bit like Get Right, Forrest's teammate, where you watch them play and you're like, this is a really good player, like, oh, good technique there. And at the end, you're like, how does he have 35 kills, though? Like, I don't remember, like, all the, where were all the four kills? It's just this guy's getting two kills every round. Der war für mich auch, ja, eigentlich über all die Jahre einer der Spieler, die immer konstant waren und Top-Ergebnisse immer abgeliefert hat. Vom Siegeswillen krasser als ich. Und ich sehe mich schon sehr hoch, aber letztendlich muss ich sagen, der war der bessere Spieler. Neben seinem starken Aiming waren es auch seine Erfahrung und Spielintelligenz, die Philipp an die Weltspitze katapultierten. Dazu brachte ihn wenig aus der Ruhe. Im Vergleich zu seinem lautstarken Mitspieler Tess war Neo nämlich eher ein ruhiger Zeitgenosse. Er ist auf jeden Fall jemand, der nicht so gerne im Rampenlicht steht. Ist jetzt keiner, der sich irgendwo hinstellt und für Leute spricht. Der macht einfach sein Ding, ist sehr bodenständig und auch nach wie vor ein sehr intelligenter Zeitgenosse. Man kennt ja, die Polen sind eigentlich immer so ein bisschen aufbrausender und viel am Schimpfen beim Zocken und so, ne? Und er ist halt eigentlich das komplette Gegenteil. Ein total ruhiger, super sympathischer Typ. Neo was more quiet, he was more focused on the game and Tass was more like trying to keep the motivation inside the team, to scream sometimes and do some fun stuff. So, yeah, he was a different person than Tass. But of course both were special players. Die Titelsammlung von Neo ist groß. Er gewann mehrfach die World Cyber Games, zweimal den ESWC in Paris und war auch bei den Intel Extreme Masters erfolgreich. Ein CPL-Titel blieb ihm allerdings verwehrt. Neo konnte in Counter-Strike 1.6 fast $150.000 Preisgeld gewinnen. Hier hat er im Vergleich zu Forrest allerdings das Nachsehen. Forrest machte zum ersten Mal im Jahr 2005 auf sich aufmerksam. Mit Big Rip Gaming gewann er die World Esports Games in Südkorea.
Dann folgte im Jahr 2006 sein Wechsel zu Fnatic und hier wurde er zum absoluten Counter-Strike-Superstar. I would describe Forrest as a very cheerful, passionate, hardworking player. Ich würde sagen, sein Aiming, also mit so einer hohen Sensitivity trotzdem so präzise zu aimen und einfach wie er als Charakter generell ist, einfach super sympathischer Kerl. It was really clear that he had a certain talent that I think come from hard work and being maybe an early adopter, but the way he kind of maneuver a mouse, the keyboard, the hand-eye brain coordination, it was just on a different level. Ja, sein unfassbar hohe Sens mit so einer Präzision und auch sein, ich sag mal nicht Movement vom, wie er durch die Map geht, sondern sein Duell-Movement war sehr ekelhaft, er war sehr schwer zu treffen. Seine Nahkampfdeckung, sagt man sozusagen, im Boxen sozusagen, war sehr gut. Er konnte viele Bullets dodgen und sein Aiming ist halt, war out of this world, wirklich. It was always super hard to play against any team Forrest was part of. He was like the hardest opponent you can imagine, like a final boss. In einem Tournament. Der ist da rum und batsch und hier und der hat schon immer vorher quasi die Ecken anvisiert, also durch Wände schon und wusste, okay, da an der Kante kann er stehen, wenn ich rumgehe, habe ich einen Vorteil. Dann steht er da, kann ich da. Und er hat das alles so perfektioniert. Ein geiler Spieler. Bereits im Jahr 2006 konnte Forrest zweimal die CPL gewinnen, in Singapur und in Dallas. Anschließend war er bei vielen weiteren Turnieren erfolgreich. Er gewann mehrfach die Game Dune in Spanien, die World Esports Masters und er war auch bei den Intel Extreme Masters erfolgreich. Auf den ersten ESWC-Titel musste Forrest allerdings bis 2011 warten. Da spielte er nicht mehr für Fnatic, sondern für SK Gaming. Die Zeit, die wir mit ihm haben durften, war wahnsinnig schön. Ich weiß, was die anderen an ihm hatten, beneide sie auch darum, hat da mehr Trophäen gesammelt, aber hat zusammen mit GetRight eben die ESWC für uns gewonnen. Forrest hatte ebenfalls ein extrem starkes Aiming mit Pistols, aber auch mit der AK oder der M4 sorgte er regelmäßig für Videoclip-Szenen. Mit der AWP habe ich persönlich Neo immer etwas stärker eingeschätzt. Und auch wenn Forrest in Sachen Spielintelligenz absolut top war, Neo war da aus meiner Sicht einen Tick besser. Overall gesehen war für mich Neo immer einen Hauch stärker als Forrest, aber das ist natürlich eine rein subjektive Einschätzung. Und auch die früheren Topspieler sind sich oft nicht einer Meinung, wer denn jetzt der beste Spieler in Counter-Strike 1.6 war. Ich war ein sehr großer Fan von Forrest, immer schon. Glaub aber, wenn ich zu dem Zeitpunkt, zu der Peak-Zeit in Counter-Strike 1.6 gucken würde, würde ich und müsste ich sagen, dass Neo der beste Spieler war in Counter-Strike 1.6. Ich würde sagen, mein Favorit war Forrest, ganz knapp vorne vielleicht, 1-2%, einfach weil das Gesamtpaket auch einfach, ich würde sagen, er war nicht so kamerascheu wie Neo und einfach, man hat ihn besser kennengelernt und einfach sympathischer Kerl, deswegen für mich Neo, Forrest vorne und Neo nur 1-2. I have to take Neo, because what he was able to do in the game and especially coming from Poland, if people don't know, before he came along, people actually just assumed either his team was a fluke or they were cheaters, because Polish Counter-Strike was irrelevant, it was sort of an also-run. If you saw a Polish team in the World Cyber Games, you were like, right, well, we've won that group, they're not going to beat us. And this guy, it wasn't like they were just a good team, he was the absolute best player for me. Ich würde Neo sagen in seiner Zeit, aber wenn ich insgesamt sagen müsste für die ganze Zeit, würde ich vielleicht Forrest sagen, ja. The uniqueness here, when you ask me, is that I play with Forrest, so I would probably gravitate more to that, because I can confirm that he was also a great teammate and he has brought more intangible things to the wider team and made us better in that regard. And I can't say the same about Neo. So the question should be better directed former teammates of his, but skill wise, highlight wise, MVP scores and all of those things, or MVP awards, I think it's a very neck to neck battle between the two of them. I think it was eye on eye, because they are different players. Neo has a different style, Forrest had a different style. In some tournaments Neo was unstoppable, in the others it was Forrest who was unstoppable, so I can't really say who was better. I think both of them are like similar. Forrest spielermäßig Six-Style eher, den schickst du vor, kam sehr, sehr viel über Movement, sehr viel über Aim, der hatte eine höhere Sense und konnte auch extrem gut flicken, extrem gefährlicher Spieler, für mich aber nicht auf dem Niveau von Neo. Also obwohl er sehr viel gewonnen hat, für mich unter Neo. Who was the greatest 1.6 player ever? I don't know. I think it's quite even between them. And maybe it should be like that. I don't know. Messi, Ronaldo, we talked about before as well. Wir merken also, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer früher der weltweit beste Counter-Strike-Spieler war.
Fest steht aber, dass beide Spieler jahrelang auf einem absolut hohen Niveau agiert haben und definitiv zur Weltspitze gehörten. Und jetzt seid ihr dran. Wer war euer Lieblingsspieler früher? Neo oder Forrest? Schreibt es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.